Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Manchmal können einen die Meldungen und Schlagzeilen ganz schön verwirren. Da heißt es dann fröhlich nebeneinander, neues Rettungspaket für Griechenland steht. Und CSU-Innenminister Friedrich fordert Griechenland auf, den Euro zu verlassen. Wie passt so etwas zusammen? Dann plötzlich liest man eine kleine Meldung, wonach in Bayern immer mehr Menschen süchtig nach Crystal Speed sind, einer aggressiven Droge, die schwere Halluzinationen hervorruft. Und schon passt es wieder. Wahrscheinlich lassen sich fromme Bayern, wie unser Bundesinnenpudel Friedrich, vom Christ in Crystal Speed nur zu gerne täuschen. Und nachdem unserem trojanischen Esel das Bundesverfassungsgericht am Freitag mal wieder eines seiner Gesetze zum Datensammeln als verfassungswidrig um die Ohren gehauen hatte, muss sich der Friedrich zur Beruhigung was eingeworfen haben. Um von seiner höchstrichterlichen Ohrfeige abzulenken, stürzte er sich direkt auf Deutschlands derzeit liebsten Prügelknaben, Griechenland. Während seine eigene Koalition bemüht war, eine Mehrheit für das nächste Rettungspaket zusammenzutrommeln, empfahl Friedrich den Griechen einen freiwilligen Austritt aus dem Euro. Wörtlich sagte er, »Ich rede nicht davon, Griechenland rauszuschmeißen, sondern Anreize für einen Austritt zu schaffen, die sie nicht ausschlagen können.« Schöner hätte das kein Mafia-Pate formulieren können. Man kann sich so richtig vorstellen, wie Hans-Peter Friedrich nach einem Eklat auf einem Familienfest den von seiner Tochter angeschleppten, inakzeptablen Schwiegersohn beiseite nimmt und fragt, »Hey, was kostet mich das, wenn du dich hier nie wieder sehen lässt?« Da verabschieden die Griechen ein Sparpaket nach dem anderen. Sie sind bereit, die kleinen Leute im Land zu zwingen, den Gürtel so eng zu schnallen, dass die sich nicht mal mehr die Hose leisten können, die der Gürtel hochhalten soll. Und dann müssen die sich von einem Lebewesen, das als deutscher Innenminister nicht mal erkennt, wann ein Gesetz gegen die Verfassung verstößt, sagen lassen, »Verpisst euch!« Prompt musste Mutti Merkel, die ja schon mit ihrem Vizekanzler Rösler mehr als geschlagen ist, einen weiteren Minister von seinem Trip runterholen. Ausgenüchtert erklärte Friedrich der gerne Große dann am Montag, dass das alles nicht so gemeint gewesen sei. Natürlich zweifle er überhaupt nicht am Rettungskurs der Kanzlerin. Er habe nur eine Botschaft an die Griechen senden wollen. Und das ist ihm ja auch prima gelungen. Ob Griechenland gerettet werden kann, kann ich nicht beurteilen. Aber festzustehen scheint, dass Hans-Peter Friedrich definitiv nicht mehr zu retten ist. Bis neulich.